Boah, das ist echt cool hier. Wow, wer weiß, ja. Wow. Das ist Wahnsinn. Den Bodensee da unten. Denke schon, oder? Boah, das ist ja krass. Wahnsinn. Ist wunderschön. Da hier noch das ganze Areal hier. Eine tolle, tolle Geschichte. Thank you.
Okay. Doch die halbe Stunde früher gekommen, gell? Ja. Wow, krass. Krass. Ja.
krasse Burg, ja. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ja, stimmt. Also das ist ja wahrscheinlich ein Teil der Mauer, ist hier auf dem Boden, die ganzen Steine, gell? War mal, ja. Na, das war ja ein Riesengemäuer. Ach ja, klar, da ist er hier überall. Krass. Ja, das war ja oben zu. Was da auf dem Boden liegt, das war ja früher das Dach. Wahnsinn. Krass. Boah, irgendwann mal auf einem Konzert. 15 Jahre. Ja, ihr, hä? Ab in den Geheimgang. Schön. Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Wow. Und jetzt ist es auch von der Helligkeit, jetzt funktioniert es hier, es ist ja stabil. Boah, das ist ja wunderschön. Wow, das ist ja wahrscheinlich unglaublich. Wow. Wunderschön. Machen wir hier ein Bild? Ja. Die Burg ist mächtig, also
Wunderschön. Unglaublich. Die Burg Hohentwiel. Ich habe noch verpasst, was das für eine Burg ist. Gehen wir da lang, dass man nicht noch einen Stein vergessen. Klar. Machen wir. Ja, das ist mega. Wow, das wird ja immer mehr hier. Wahnsinn. Aber da sieht man, die Dächer sind ja weg. Da ist ja auch schon lang nichts mehr da gewesen, da unten hier. Also Brennnesseln. Ja, aber meines Wissens nach nie erobert worden. Da kamen wir her, genau. Mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Das hört gar nicht mehr auf. Krass. Wahnsinn, ja. Das ist wunderschön. Genau, da ging es weit runter hier. So eine riesige Geschichte hier.
Wow. Aber muss ich ja vorstellen, da waren ja überall noch Dächer drauf. Hoffe ich doch. Alter Schwede. Gucken wir uns gleich mal an. Oh ja, oh ja. Hey, du hast also wieder hier Adleraugen, Spatz. Hey, guck mal hier. Hey, bestimmt. Das ist also wirklich gut beobachtet. Was haben wir unten noch gesehen hier? Noch ein weiterer Raum. Okay, schauen wir uns mal noch an. Okay. Einfach schön. Gut, da ist dann, ja, da geht's dann wirklich runter. Da haben sie zugemacht, ja. Vielleicht war das hier die Küche oder so. Wow. Gut, alleine jetzt schon von der Substanz. Wirklich ein Highlight. Ja. Schauen wir mal, was uns der Burghof hier noch bringt. Okay. Wow, da ist noch der Brunnen. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Wow. Haben sie mal vorsorglich zugemacht hier. Oh ja. Also waren gar nicht weit weg voneinander, gell? Gut, für damalige Fälle ist es schon noch ein Stück, aber wow. So, das gelbe Haus sieht man auch gut. Da bist du doch durch das Tor, was beim gelben Haus dann. Und da ist der Mittel, ist der Turm auf dem halben Weg. Eigentlich erst gekommen, ja. Und hier links ist die andere Burg. Ja. Mega. Ah, das ist wunderschön hier. Allein hier, wenn ich die Aufnahme, das ist ja Wahnsinn. Der Tag ist. Vom Wetter auch ideal. Hier an der Burg Hohentwiel. Ja. Aber da geht dann hier noch eine Brücke. Das ist ja
Also für alle Fans von Burgruinen, Hohentwiel bei Singen, ist also wirklich empfehlenswert jetzt schon. Wir haben die Hauptfestung noch nicht mal gesehen. Ich schaffe das sogar noch selber auf die Brücke. Wir probieren es. Bevor die Sonne untergeht. Hier wär's noch runtergegangen übrigens. Hast du da die Treppe runtergeschaut schon, oder? Ha? Und die Treppe runter, was kam da noch? Nicht mehr viel, oder? Wie geht's da so runter irgendwie? Hier in die Kellerei. Ah, wow! Wahrscheinlich die Weinkellerei gewesen. Sieht hier jetzt auch irgendwie. Gab's wahrscheinlich die. Drin hier. Salzbüchsle.
Oh, die Brücke. Wow. Ja, voll. Pass auf, ja. Boah, ist das schön. Wow, schau mal. Was für ein wahnsinniger Ausblick. Ja, und jetzt da mit der Ruinenatmosphäre da unten noch, mit dem Baum. Man kann sich wirklich vorstellen, wie das im Mittelalter mal ausgesehen hat. Irre. Absolut irre. Und hier ist noch die Mauer da unten. Das war eine riesige Anlage damals. Also voll. Also hier ist noch so ein Aussichtsplateau. Ach, und das sind nochmal hier die anderen Burgen. Nochmal im Überblick. Wahnsinn, wie schön. Okay, ich komme. Wow. Mächtig. Mächtige Anlage. Wo haben wir? Ach, okay, da kommen wir her. Okay. Dann nochmal die anderen Burgen. Unglaublich schön. Naja, ihr, hä? Hörst du schon im Fernsehen? Ja. Genau. Hintere. Sogar noch hochgegangen. So, jetzt gehen wir hier mal noch durch den Geheimweg hier durch. Schauen wir mal, ob das durchgeht. Jawohl! Ah. Wahrscheinlich auch oben eine Feuerstelle da, gell?
Okay, ja, da haben sie da hinten, ja. So sieht es echt aus. Da ging das da durch. Wahnsinn. Guck mal, hier wurden früher die Schwerter geschmiedet. Hier. So. Wahnsinn, ey, da geht's raus, ja, klar. Ah, cool. Sehr geil. Meinst du, das ist auch noch von? Vielleicht. Ne, das wahrscheinlich nicht, denke ich nicht. Aber das ist einfach hier nachempfunden. Da war hier die Waffenschmiede der Burg. Das ist Hammer! Das ist Wahnsinn! Das ist fast wie Urlaub hier! Guckloch. Boah. Guck mal hier die Sektion, hä? Boah, das ist ja crazy. Oh ja, so ein Ornament, ne? Langer Bau, okay. Ah, das ist der Vorbau sozusagen. Wahnsinn. Okay. Das würde das Ornament erklären, gell? In das vermeintliche Kloster. Das ist bestimmt wie der Keller, oder? Das eigentliche war wahrscheinlich oben drüber. Ja, haben wir hier für die Weinfässer vielleicht.
Ja, ist im Keller. Ist eigentlich fast schon eine Art Lost Place, gell? Könnte aber auch so ein Kloster sein, wie irgendwie da von den Kreuzritter oder so. Das ist noch was für dich. Okay. Oh, jetzt geht's los. Ah, oh, wow. Guck mal einer an. Das war vielleicht noch hier irgendwie der Kerker. Es gibt tatsächlich hier einen Hinterausgang. Und hier geht es auch noch hoch. Krass. Ich verliere noch die Brille. Was dafür auch Fenster, aber das sieht ja fast aus wie so eine Kirche da, oder? Mit diesen langen Fenstern. Schauen wir, was dran steht. Ja. Das Ding kannst du wahrscheinlich echt nicht mehr toppen hier, gell? Das ist schon riesig. Das war ja hier genau. Das haben wir ja gesehen. Ja, da standen noch viel mehr hier rum. Krass. Ja, das ist ja irre. Die Hinterseite noch schnell. Das ist also wirklich eindrücklich. Spatz. So, da mal probieren. Okay. Sehen wir mal hier die Rückseite auch noch hier von diesem vermeintlichen Kloster. Naja, wir machen das mal noch von fertig, genau. Wow, krass. Ah, das ist ja mega krass. Ich laufe mal den Ring fertig. Das ist ja mega krass.
Das ist mega krass, also wirklich. Die Wilhelmswacht. Da hinten ist auch ein Zeppelin. Fliegen immer noch hier am Bodensee rum, das ist super. Würdest du uns sowas einsteigen? Ich denke schon. Ich gehe davon aus, dass das damals mit der Hindenburg-Anschlag war und dass das eigentlich eine sehr sichere Geschichte ist. Also unglaublich viel Substanz hier. Und der Bodensee. Ja, wir machen hier noch mal rein. Sich durch. Geht sogar noch rein hier. Boah, und zwar geht noch weiter, gell? Ey, das ist ja krass. Das ist ja krass. Krass. Das ist fast wie Kerra Castle, gell? Ja. Oder? Wow. Wow, das ist wahrscheinlich wirklich so ein oh ja. Ja, da wird es tatsächlich hier noch durchkriechen können. Wahnsinn. Interessanterweise ja. Krass, was hier noch alles erhalten ist.
Brunnen. Natürlich viel Geröll hier von der Ruine selber. Das ist krass. Wahnsinn. Unglaublich. Da drinnen das Ding da, gell? Der Turm ist auch. Ja, okay. Sieht schon so ein bisschen so. Die einzige evangelische Kirche in dem katholischen Herrschaftsgebiet. Ach komm, hör auf, oder? Schauen wir uns mal von innen noch an, das Ding. Okay. Das hier erinnert mich so ein bisschen an die Abbey da in Schottland. Voll, ich finde, die ganze Festung ist so ein bisschen schottisch. So ein bisschen wie in Edinburgh, große Festung. Oben, gell? Ja. Das ist ja wirklich irre. Wirklich irre. Das ist hier vor der Haustüre. Das ist eigentlich wie Urlaub. Natürlich ja das ganze Geröll, das
Aha. Auch wieder so eine Art Weinkeller. Dich gerichtet. Ja, weil das dann recht einsturzgefährdet ist. Der Gründervater. Dieser Festung. Wiederholt. Ja, das war, glaube ich, dieser Burgherr hier. Boah, ist das traumhaft. Kommando der Burg, Kommandeur. Ach, guck mal, da sieht man dann hier aufs Dach, wie geil. Thank you.
Perspektive hier. Den Ring an. Boah. Sehen die da immer vorbeigefahren an dem Ding? Wieso sind wir noch eigentlich? Die Kurve ist wirklich voll hoch.
Oh ja. Wow. Wirklich begeistert, ja. Meine Fans wollen alles sehen hier, alle Details. Hier noch schneller die Burgmauer hier. Okay. Altana, Altane, scharfe Eck. Okay. Überleg, was die Scharfkanten habe ich eingestellt. Ja, genau, das habe ich auch schön abgefilmt jetzt hier gerade. Ach, Wahnsinn, du echt. Das war ein Leben. Die Burgruine Hohentwiel. Ja. Hast du hier deine Wünschelrute? Also okay. Spatz. Ich glaube, hier geht es wieder zum Ausgang, denke ich. Ach krass, okay. Das ist ja schon Wahnsinn, also. Hier steht nicht mehr viel. Reste der Burg.
müssen ja auch irgendwo kommen. Ja. Okay. Das kostet man mal. Heute gratis, ja? Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Das ist so wunderschön. Spannend. Das sind die königlichen Räume hier, vielleicht. Mit den Fliesen war das hier das königlichen Gemäuer, oder ich weiß nicht. Sieht echt so aus, gell? Diese königliche Gemäuer. Ach, auf die eine Ebene drüber kommt man gar nicht, gell? Da ist ja nur eine drüber gewesen. Das fürstliche Haus, na klar. Es muss wunderschön gewesen sein. Immer hier raus, hä? Aha, nicht da, hier den Rest noch und dann wir laufen von der anderen Seite. Gleich schnell, gell? Sind wir so im Kreis. Guck mal, da ist noch ein Brunnen.
Ja, Brunnen Nummer 800. Also es ist jetzt nicht so weit weg. Das fürstliche Haus. Was war das jetzt hier wohl? Ah, da ist hier noch irgendwie ein... Ah, Bismarck! Ah, wundervoll! Fürst von Bismarck! Die Legende Bismarck. Ah, wen haben wir hier? Scheffel? Okay. Der sogenannte Scheffelpfad hier. Wow, einfach toll. Es ist ja auch ein tolles Objekt, oder? Ich finde das mega hier gerade. Ich finde es mega. Ich auch. Spitze. Wunderschön heute. Jetzt gehen wir zum Gewölbekeller. Ist ein bisschen knapp, gell?
Also, vielleicht noch der letzte Akt, der Gewölbekeller. Boah, das ist so abgefahren hier. Jetzt geht's noch rein. In den Gewölbekeller. Auf jetzt. Ja. Verstanden. Okay. Mich erinnert das so an Carrack Castle. Also wirklich brutal. Also diese, ist das für die Gäuler gewesen, für die Pferde? Wow. Kannst du deine Funzel anmachen, kurz vom Handy? Ich habe jetzt die Stirnlampe nicht dabei. Bitte. Das hilft dir aber genau nichts. Schauen wir mal. Doch, ich denk, da ist schon viel Effekt. Schau mal, sieh es an. Okay, da hätten wir da die Stirnlampe macht gebraucht. Macht echt gar nichts, gell? Da hat es aber irgendwie noch Wespen hier drin. Ja, das sind die Wespen hier mit Technik. Ja, vorhin hat die eine Dame da mit Kind gemeint, hier wäre früher ein Theater gewesen auch. Guck mal, wenn man einmal die Stirnlampe nicht mitnimmt. Ja, das geht bis zu dem, bis hier vorne geht diese Leitung. Okay, da ist dann zu, okay. Ja, das war irgendein technisches Gerät. Hier geht es aber überall auch raus. In diesem Keller hier. Boah, das sieht jetzt aber auch noch edel aus mit dem hellen Ausgang. Das ist jetzt noch cool. Wie in Carrack Castle. Vielleicht waren hier echt die Gäuler, gell? Hier drin. Okay. Gewölbe. Boah, krass, das ist ja richtig derb. Wahnsinn. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht hier. Da echt noch Gewölbekeller oben. Die man durch Licht dabei perfekt. Ist doch recht dunkel hier, gell? Der Gewölbekeller von Hohentwiel. Da wäre jetzt ja auch noch ein Loch. Wow. Das ist schon eindrücklich hier, das Gewölbe noch. Das kommt auch richtig gut jetzt hier rüber, gell? Der Auflöser. Weil so schön Licht da reinkommt, gell?
haben wir die Unterwelt überstanden. Kommen wir zum letzten Akt, dem Turm. Okay, wir wagen es im Kirchturm. Hier ist noch wie so ein Fensterrahmen hier drin. Wow, krass. Wow, krass, oder? Aber schön nochmal holztechnisch ausgebaut. Okay. Jetzt sprechen wir wirklich hier.
gesehen, genau. Wahnsinn, ja. Mm-hmm.